Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zum dritten WeLife-Video. Ihr habt die ersten beiden extrem gefeiert. Ich hoffe erstmal, dass ich mich jetzt hier gerade überhaupt erst aufnehme. Mit dabei ist Elina. Moinsen. Moin. Heute machen wir was mega cooles. Wir werden alle Minecraft essen, werden wir selbst essen. Plus am Ende einen Goldapfel und eine goldene Karotte mit echt, wirklich, wir sind ja nicht bei den Prank Bros, Leute. Es gibt echtes Gold. Wir werden echtes Plattgold mit dem echten goldenen Apfel essen am Ende. Das wird sehr, sehr cool. Wir haben die ersten drei Sachen hier. Liked erstmal das Video, sonst essen wir hier gar nichts. Habt ihr uns verstanden? Sonst kann ich gar nicht essen. Ich kaue. Wir gehen nach der Sättigung. Das heißt, wir beginnen mit den schlechtesten Minecraft-Essen und hören auf mit den besten. Die schlechtesten sind tatsächlich der allerletzte Platz. Die Bären. Und wenn wir gegessen haben, wie ich muss noch klären, werden wir das in diesem Ranking-System, werden wir das ranken, wie wir das halt finden. Okay, also so vom Geschmack her. Es gibt Lecko Schmecko, Geilo und am Ende ist Kotz. So mehr müsst ihr nicht wissen. Abfahrt, Elina, wir legen los. Ich esse mit Gabel. Ich habe das erste schon gegessen, muss ich ehrlich sagen. Junge, hast du vorbei gegessen? Nee, ich habe das getauscht. Ich habe das gesehen. Okay. Doch. Okay, man weiß ja, wie Bären schmecken, ne? Also ich finde die Bären im Real Life geil. Alter, geil. Sind die süß. Mega, holy shit. Okay, das ist extrem süß. Mhm. Ja, okay, Bären kennt man, würde ich das sagen. Das sind Bären aus der Mikrowelle. Just saying. Das ist gelogen, Elina, das weißt du ganz genau. Genau. Welchen Platz geben wir dem jetzt? Also, ich finde eigentlich ganz geil, aber in Minecraft seht ihr nur das Real Life. Keine Ahnung, auf was zeige ich hier? Geilo? Das ist geil. Nee, das war mir zu süß. Wir machen nice und nicht nice. Hier kommt das rein, Leute. Hey, wie hast du es angeklebt? Da ist doppelseitiges Klebeband dran. Oh, mashallah. Kommen wir zum nächstbesten, also das zweitschlechteste. Das sind tatsächlich Cookies. Hey, das dachte ich gar nicht. Geil. Hast du den ganzen gegessen? Ich mach auch. Boah. Da wollte ich Nina gar nicht fragen. Das gibt direkt Lecko Schmecko. Kommen wir zu der normalen Karotte. Das ist jetzt richtig eklig, nach diesen Schokoladencookies so eine Karotte in den Mund zu nehmen. Ich bin Karottenfan, muss ich sagen. Ich mag Karotten nicht so. Echt nicht? Boah, ich mag Karotten noch. Eigentlich geil. Und vor allem ist die ungeschält. Pfui. Pfui. Nina, warum bastelst du mich jetzt hier? Okay. Geht so, oder? Ja. Muss, oder? Nee. So, Lina, dann machen wir die nächsten. Ich warte jetzt hier so lange. Hä, warum? Also. Ach, du machst es wirklich, das war nicht ein Witz. Gang Nummer 2. Alter, Melonen sind geil, aber wir müssen erstmal mit roter Beete essen. Das ist richtig eklig. Sieht man das, rote Beete? Ich habe Angst, dass es auf den Tisch fällt. Du musst es ja auch. Du hast ja auch nicht die Scheiben genommen, dass man so einen ganzen Klotz hier essen muss. Oh. Alter, weißt du, das letzte Mal. Ich mag eigentlich rote Beete, muss ich ehrlich sagen. Finde ich Schmutz. Ich muss sie wieder zwingen, das zu essen. Okay, welchen Platz würdest du der rote Beete geben in unserem fetten Minecraft? Zu den Karotten. Das hat keiner gesehen. Zu den Karotten? Ja. Okay, das klingt nach einem... Kotz ist es nicht. Ich finde Kotz, was hier ist. Das ist Honig. Honig ist auch nicht zum Kotz. Ja, der stinkt voll. Junge. Okay, also. Zack, zu Moos. Na, wir haben hier Spitzenreiter, das, okay. Bisher relativ querbeet, sag ich mal. Rote Beete. Nächster Platz, das ist tatsächlich das Geilste. Das ist eine leckere Wassermelone, Alter. Ist Wassermelone wirklich so schlecht? Ist ja übel schlecht, ja, ne? Ja. Ich bin gespannt, wie das Gold am Ende schmeckt. Meinst du, ich auch safe voll Schmeiße. Scheiße. Schmalzig. Ich habe echt Angst, dass wir dann Bauchkrämpfe kriegen, wenn wir das so doch nicht essen. Ich meine, ich habe das im Internet. Alter, wisst ihr, wie teuer es wäre? Also ich kann schon mal euch vorwarnen. Das ist ein bisschen low budget mit dem Gold, okay? Also das, aber wisst ihr, wie teuer es wäre, einen ganzen Apfel in essbarem Plattgold zu ummanteln? 200 Euro locker, wenn nicht sogar mehr. Ja, beim hier bei Rote Beete machst du, aber hier beim... Ja. Kennst du so Videos, wo so Hunde von Melone abbeißen? Das sieht immer voll lustig aus. Melone, safe, lecker, schmecker. Oder? Jo, safe. Alter, safe Melone und Cookie war beides mega geil. Warum hast du hier nicht eigentlich sowas eingebaut wie schmeckt?
Naja, geil schmeckt. Ach nee, geilo steht da ja. Ja, aber schmeckt. Einfach ja, geilo schmeckt. Ist doch jetzt egal, Alter. Wir sind beim Apfel. Echt? Jetzt weißt du, was ich... So, was hast du zum Apfel zu sagen? Das ist ein normaler Apfel, der Goldapfel kommt noch. Normaler Apfel, den Benne richtig scheiße geschnitten hat, wohl bemerkt. Hör doch rum. Hier ist doch voll dieses harte Teil hier drin. Das muss ich erstmal rausoperieren. In Minecraft macht man die auch nicht weg. Oh, Alter, war das saftig. Halbes ASMR-Video. Okay, eine Apfel finde ich geil, aber ist auf jeden Fall nicht so geil wie Wassermelone. Mm. Ich würde sagen, Apfel ist geilo. Mm. Mm. Oder bist du da dabei? Also dem Apfel geben wir ein geilo. Weiter geht's. Honig. Ja, das ist halt jetzt natürlich ein bisschen, also... Ja, ein bisschen wack. Also das ist jetzt halt hier auf so einem Teller. Ey, ich habe keinen Zugegebenermaßen, Ben hat auch kein Geschirr oder Besteck mehr, keine Ahnung. Er hat als erstes gesagt, ich hätte ihm das geklaut. Ja, hat's geklaut. Ich glaube, ich habe nur noch 3 Gläser. Aber wo sind meine Gläser, frage ich mich, seit ihr wieder da war. Und ich muss ehrlich sein, ich habe davon auch schon mal einen Löffel genommen. Von meinem? Wieso hast du das alles schon gegessen? Nein, nicht von deinem. Ja, freu dich mal, wenn der Fisch kommt. Nee. Ich find's voll geil, du nicht? Ja, jetzt plötzlich, ne? Aber es stinkt halt irgendwie. Hey, es stinkt doch nicht. Doch. Es riecht halt wie Honig. Also ich würde sagen, ganz ehrlich, das ist für mich ein Lecko-Schmecko. Wie gefällt Ihnen das Essen? Hat's geschmeckt? Ja, sehr lecker. Wollen Sie noch einen Nachtisch? Ich wollte eigentlich gerade dieses... Das Coole ist, man hört mich jetzt ganz normal reden, obwohl ich hinter der Kamera stehe. Was hast du denn gegen Brot? Kartoffeln. Die Kartoffel ist das. Oh mein Gott, die Kartoffel ist wirklich das Schlimmste. Ja, die Kombi ist tatsächlich eigentlich geil. Das ist eine vollwertige Mahlzeit. Ja, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Nur, dass ich halt Suppe nicht so trinke. Ja. Also für mich ist es geil. So ein Löffel. Brot. Scheiße. Warte, ich heb mir, ich mach's auf clever. Ich esse nur eine Hälfte. Die andere Hälfte hebe ich mir dann für die Suppe auf. Ich freue mich auf die Suppe. Ich glaube, die ist geil. Mhm. Ist halt Brot. Ich meine, was soll ich jetzt groß zum Brot sagen? Alter, das schmeckt, habe ich auch nie in meinem Leben gegessen. Brot, Digga. Ich vertrage nicht mal Brot. Ich vertrage kein Gluten, das ich mehr esse. Wir sind bei der Kartoffel. Ich habe dir die Fette gegeben. Das war aber nicht mit Absicht. Okay, also hier ist eine Tasse. Also ich hatte, Leute, ich hatte keine Teller mehr. Jetzt ist hier eine Kartoffel in der Tasse, ist doch auch okay, oder? Kartoffel in der Tasse. Ich liebe Kartoffeln. Oder? Okay, Nina isst mir jetzt hier zu langsam. Wir gehen mal weiter zur Pilzsuppe. Das ist eine Pilzsuppe. Entschuldigung. Ja, ich trinke die einfach. Ich schüpp die einfach. Boah, schmeckt die geil. Mmh. Wir müssen jetzt voten, Nina. Das wird schwierig. Ich würde sagen, die Pilzsuppe war das Geilste. Also Brot war das Beschissenste. Ja, solche Wörter wollen wir nicht hören. Brot war miserabel. Ja, Pilzsuppe würde ich sogar zu geilo packen. Mhm. Das war auf jeden Fall nicht so geil wie ein Kuchen. Brot war, ich fand Brot eigentlich richtig kacke. Wir müssen auch ehrlich? Was, guck mal, wir müssen was in richtig kacke reinmachen. Ja, da machen wir, ja, ich vertrage Brot auch nicht. Das ist ungesund. Davon kriege ich, naja, da war mal Brot zum Kotzen. Brot ist jetzt einfach zum Kotzen so. Ja. Und Kartoffeln, ich bin Kartoffelfan. Kartoffel, ja, schon. Also wir machen Kartoffel da rein, wo wir was noch nicht hatten. Ja, hier. Aber geht so. Nee, geht dann machen wir so. Hier. Das hat die Kartoffel nicht verdient. Okay, nächste Runde. Ich glaube, du hast die Suppe auf deiner Nase. Ja, mein Gott, wenn man das schnell wegtrinkt. Ich habe nicht mal mein Brot zur Suppe jetzt gegessen. Ich habe es vergessen, weil es so lecker war. Herzlich willkommen zu Runde Nummer 3. Wir beginnen bei so ekelhaft irgendwie. Kabeljau. Das sieht richtig aus. Das ist gebratener Kabeljau. Gefolgt von gebratenen Lachs. Ja. Gefolgt von Kuchen. Und dann sind wir durch tatsächlich. Dann, also wir haben Fleisch weggelassen, denn Elina ist ein Vegetarier. Da haben wir das mal weggelassen. Pesketarier, nicht das Pesketarier. Ach, das stimmt, aber wir essen ja gerade Fisch. Ja. Pesketarier natürlich. Wir haben danach aber noch goldene Karotte und goldenen Apfel. Ja, aber erstmal machen wir das. Kabeljau ist das Erste. Ich finde Fisch voll geil, also ich habe ja kein Problem mit denen hier. Ja. Merkt man mir an, dass ich hier gerade... Okay, der ist jetzt halt kalt, das ist schon eklig, das sage ich so, wie es ist. Das war auf jeden Fall ein Kotz, da brauchen wir gar nichts drüber reden. Lachs, na, Lachs ist halt geil, ne, Lachs.
Okay, nee, kalt ist der auch nicht geil, sag ich dir ganz ehrlich. Echt? Nee. Mann, ich habe mich auf ihn gefreut. Ja, ist besser. Ich würde sagen, das ist ein Muss. Ja. Ja. Kuchen. Nachtisch, let's go. Alter. Okay, wir kommen zum Kuchen. Das ist der, den man nicht... Also, Leute, Kürbiskuchen habe ich nicht gefunden. Es gibt keinen Kürbiskuchen in Deutschland. Das ist keiner, das gibt's nicht. Das ist jetzt der normale Kuchen, den man so auf dem Boden platziert und dann ein paar Mal von essen kann, wisst ihr? Guten Hunger. Lego Schmecko. Kuchen war Lego Schmecko. Oh ja. Kabeljau war richtig kacke. Oh, das war Kotz. Kabeljau war Kotz. Kotz, Schmutz. Kabeljau war Kotz zusammen mit Brot. Brot haben wir schon ein bisschen unfair, muss ich ehrlich sagen. Brot? Warum? Aber vom Brot kriege ich auch Bauchschmerzen, also passt das schon. Ja, wir machen, komm. Lachs, habe ich das richtig gemacht? Geht's. Ja. Lachs, es geht so, da haben wir da nämlich was auch. In der Zeile. Ja, jetzt noch goldene Apfel, goldene Karotte, Leute. Jetzt. Ich bin selbst gespannt. Die Sache ist, Sabina, wir haben davon nur ein was. Also du kannst es auch nicht essen, nur ich kann das essen. Also goldene Karotte jetzt. Das sind jetzt nur so kleine Stücke, weil, wie gesagt, so viel davon, das hat 10 Euro gekostet. Das hier. Wenn ich da einen ganzen Apfel machen will, bezahle ich ja 400 Euro. Leute, also, puh. Prost. Guten Hunger. Ich trau mich nicht. Oh, ich habe Angst, dass ich eine Metallvergiftung kriege oder so. Ich frage mich dann, ach egal. Es war aber essbar, das stand da. Ich muss jetzt essen. Ja, mach jetzt. Willst du eins essen, ich esse das andere, damit wir eine halbe Vergiftung kriegen? Nee. Doch, lass doch mal. Nein. Ja, ich will nur, aber dann sterben wir vielleicht nicht. Ja, das ist dein Video, no risk, no fun. Oh mein Gott. Oh Mann, was ist alles am Boden? Hey, es schmeckt nach nichts. Ich habe 10 Euro für nichts bezahlt. Okay, Karotte war extrem enttäuschend. Also muss ich ehrlich so sagen, wie es ist. Aber der Apfel? Das sieht heftig aus, dass man das so voll schmeckt. Aber sobald man reinbeißt, löst sich das, glaube ich, alles auf. Oder es bleibt alles am Mund hängen. Das kann auch sein. Man schmeckt es nicht null. Also Leute, Goldapfel. Ja, man hat es halt nichts geschmeckt. Ich würde sagen, geht so. Goldapfel, es geht so. Gefolgt von der goldenen Karotte. Mhm. Ja, die war schlechter. Goldene Karotte waren wir hier. Das war wirklich eine absolute Enttäuschung, muss ich so sagen, wie es ist. So,